Also, hallo, ich habe absolut keine Ahnung von Vloggen. Hi. Und ich hoffe, das wird was. Das ist Tony. Und wir gehen jetzt noch zu ihm und chillen da so, keine Ahnung, Stunde ungefähr. Und dann machen wir es los zum Hauptbahnhof und dann kommt noch Lotta und dann mal schauen. Und dann fahren wir nach Leipzig. Also, wir sind jetzt im Zug. Und das ist Lotta. Und ja, ich glaube, wie lange fahren wir jetzt? Halbe Stunde oder so? Nein, überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie lange fährt. Keine Ahnung. Und ja, cool. Gut. Und dann müssen wir noch so, keine Ahnung, knapp 3 Stunden warten, 4 Stunden oder so. Dann geht's los. Wir sind jetzt bei Frank. Also wir sind jetzt davor, wir stehen vor der Halle und hier sind noch ganz viele andere Leute, die ich auf anderen Konzerten getroffen habe und auf der Buchmesse und überhaupt, und das ist richtig lustig. Und ich habe auch einen gesehen, den ich auf Twitter folge und ich traue mich aber nicht, ihn anzusprechen. Hey, mal schauen, ob ich es noch mache. Also ich habe keine Ahnung, ob man das irgendwie hört oder so, aber wir gehen jetzt gleich rein, also ungefähr so, warte. Das heißt 10 Minuten und es sind jetzt alle, ich glaube alle aus unserer Squad sind jetzt hier und oh mein Gott, das ist so schön. Oh Gott, Beleuchtung ist super hier drin. Also wir sind drin offensichtlich. Und hi! Und ja, es müsste gleich losgehen, so volle Stunde ungefähr und ich hoffe, man hört überhaupt was. Null. Okay, also wir sind jetzt fertig. Also eigentlich kommt noch Dave House, aber wir sind alle extrem fertig und vielleicht ich bin kurz vorm Kollabieren und ich habe keinen Bock nochmal reinzugehen. Und ja, raus. Also ich bin jetzt gerade zu Hause wieder angekommen. Wir haben Tony und Lotta nach Hause gebracht und ich bin so fertig. Es ist so, so cool gewesen. Es war richtig, richtig cool. Also wir haben ja dann noch hinten gewartet halt, am Hintereingang, falls halt jemand rauskommt und oh Gott, boah. Oh Gott, mein Make-up sieht ja grauenhaft aus. Wir sind dann noch Matt und Evan sind dann noch rausgekommen und oh mein Gott, ich hab Make-up im Auge. Halt, Matt und Evan sind dann noch rausgekommen und jetzt habe ich ein Autogramm von denen und es ist so cool. Es war eines der besten Konzerte, auf denen ich je war. Okay, ich war erst auf 3. Einschließlich mit denen sind es halt 3. Aber es war richtig, richtig cool und ich freue mich schon richtig drauf. Ich hoffe, dass die anderen halt nochmal nach Deutschland kommen irgendwann, weil ich muss mir die unbedingt nochmal anhören. Halt vor allem The Pace Shifters und The Homeless Gospel Choir. Die waren richtig cool und ja, es war ein richtig schöner Abend und ihr solltet die auf jeden Fall auch mal angucken und vielleicht gefällt es euch ja, es wäre richtig cool und ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen, also ich hoffe, der Vlog wird auch gut, ich hoffe, ich weiß es halt nicht und wenn nicht, dann tut es mir ein bisschen leid, aber der Abend war einfach zu cool, als dass ich da dran gedacht hätte, aber es war so schön, ich hatte so viel Spaß und ich hatte so viele neue Leute kennengelernt und es ist einfach nur cool.